Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP und natürlich wieder mit dem Frido dabei. Frido, so geht das nicht. Moment, du kommst jetzt hier so, genau, so und keine Widerrede. Der will halt jedes Mal momentan im Video sein. Ja, Manfred, du kommst auch noch ins Video. So, jetzt haben wir alle einmal ein Video gehabt, jetzt sind alle glücklich und ich kann mich endlich auf die Folge konzentrieren. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir nach wie vor in der großen Halle. Letzte Folge haben wir der guten Penny weitergeholfen, was sehr cool war, weil, naja, es ist Penny, Leute. Und ich hatte lange keinen Kontakt mehr zu ihr, muss ich gestehen. Und ich bin froh, dass ich ihr jetzt wieder unter die Arme greifen kann. Und später dann auch vielleicht woanders hin. Auf jeden Fall, erstmal müssen wir jetzt mit Penny sprechen. Sprich in der nächsten Besenflugstunde sofort mit mir, Daniel. Wir müssen über einige Gerüchte reden, die mir zu Ohren gekommen sind. Und ja, Leute, ich würde sagen, dann fangen wir mal damit an und gehen da mal hin. Los geht's! So, ja, dann einmal da drauf drücken und mit Penny sprechen. So, da ist wieder Merula, die mit mir reden will, Madame Hooch und... oh Gott, nee. Ja, dann fangen wir mal an. Ich möchte die Gesichter von Kesselbrand und Hagrid sehen, wenn sie merken, dass die entflohene Chimera nicht mehr zurückkommt. Okay. Also das könnte eventuell ein Hinweis gewesen sein. Merula, was hast du mit dem Vieh gemacht oder was ist mit dem Vieh passiert? Geheimnis über Geheimnisse. Hallo, Professor Hooch oder Madame Hooch. Vergessen Sie nicht, Ihren Besen vor dem Flug auf Splitter zu untersuchen. Ah, scheiße. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mich da drauf setze, während dann Splitter rausguckt. Oh, nee, nee, Leute, Kopfkino, lassen wir das. Hallo, Rowan. Bringst du mir einen Ast aus dem verbotenen Wald für meine Sammlung ungewöhnlicher Zweige mit? Nein. Hallo, Penny. Hey, Daniel, wie war dein geheimes Treffen mit Madame Ragepig? Du wusstest darüber Bescheid? Ich habe dir schon bei unserem ersten Treffen gesagt, dass ich alles weiß, was in Hogwarts passiert. Außerdem hat Madame Ragepig mich auch eingeladen. Warum bist du nicht hingegangen? Tränke sind mir wichtiger als Lüche, weißt du? Ich experimentiere schon mit einem neuen Gebräu, vor dem Schlafwandeln schützt. Das vor dem Schlafwandeln schützt. Ich möchte einfach nur das erwünschene Verlies finden, mit oder ohne Madame Ragepig. Ich muss meine Flugkünste verbessern, damit ich mit Charlie in den verbotenen Wald fliegen kann. Wald mit Tee. Alles klar, Hogwarts Mystery, läuft bei dir. Hast du etwas über die Gruppe herausgefunden, die angeblich hinter dir her ist? Derjenige, der in dem geheimnisvollen Brief vom letzten Jahr erwähnt wurde? Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Also so ähnlich stand das da. Vielleicht war das mein Angreifer. Wovon redest du? Jemand hat mich im Innenhof angegriffen. Sie haben mir gesagt, dass ich mich von Ragepig und den Verliesen fernhalten soll. Ich dachte, du weißt alles, was in Hogwarts passiert. Ich hätte sofort sichergestellt, dass es dir gut geht, wenn ich das gehört hätte. Denkst du, es war Ragepig? Das dachte ich, aber jetzt frage ich mich, ob es jemand aus dieser geheimnisvollen Gruppe war. Oder vielleicht gehört sie zu der Gruppe. Möchtest du, dass ich für dich ein paar Nachforschungen zu dieser Gruppe anstelle? Ja, natürlich, Penny. Das wäre großartig. Ich muss mich auf die verwunschenen Verliese konzentrieren, aber es wäre gut zu wissen, wer mich tot sehen will. Das wäre allerdings wirklich sinnvoll. Ich helfe immer gern, Daniel. Ich werde jeden fragen, was sich erzählt wird und dir dann davon berichten. Ich sollte mich auf das Liegen konzentrieren. Ich würde gerne heil im verbotenen Wald ankommen. Also, es ist ja schon die Frage, also er will heil im verbotenen Wald ankommen, aber das ist, glaube ich, die kleinste Übung. Heil rauszukommen ist, glaube ich, viel schwieriger. Aber okay. So, ja, dann fangen wir mal mit der Aufgabe an, Leute. Und los geht's. Flying is not unlike walking. Und dauert nur 3 Stunden. Das ist okay. So, erklären kommt als erstes. Hört mir gut zu, meine Lieben. Ich werde euch ein paar wichtige Details erklären. Ja, es ist wahrscheinlich eine normale Unterrichtsstunde wie jede andere auch. Deswegen haue ich die schnell durch. Ich hoffe, das reicht mit den Energiepunkten. Wir können uns ja noch einmal 60 Stück holen. Aber ja, ich würde es ungern tun, ehrlich gesagt. Weil ich war diese Woche relativ sparsam. Also für meine Verhältnisse. Und ui, 40 Tapferkeit nehme ich natürlich gerne mit. Jetzt schauen wir mal, wer aufgepasst hat. Wer kann diese Frage beantworten? Frage beantworten. Welchen anderen Beruf übt Madame Hooch abgesehen von der... Warum redet sie von sich in der dritten Person? Also, muss ich ja mal wieder hier die Grammatik ein bisschen ankreiden. Dieses Hogwarts Mystery Spiel, das wird nicht besser. Im Gegenteil, wer Wald mit Tee schreibt, ist Dagi dumm. Auf jeden Fall. So, das haben wir auch geklärt.
Ich brauche übrigens ein bisschen über 6000 Münzen, Leute. Dann kann ich mir nämlich eine Klamotten-Dingsbums kaufen, die über 700 Attributwerte gibt. Ja, das wird geil. Schau an, wenn das nicht jedermanns liebster verfluchte Schüler ist. Ja, danke, Mirula. Ich finde es ja immer toll, dass du die gleichen Sätze zu mir im Unterricht sagst. Das hat überhaupt nichts Robotermäßiges oder so. Also da könnte ich mich auch mit einer Paco unterhalten. Die ist sogar ein bisschen freundlicher, glaube ich. So, ja, Wissen nehmen wir jetzt. Oh, jetzt kommt die noch näher. Was will die denn jetzt schon wieder von mir? Ha, du denkst, du bist so schlau, aber ich wette, das kennst du noch nicht. Frage beantworten. Wo befindet sich Hogwarts? Das ist jetzt so schwer, Mirula. Also, ich bin wirklich jedes Mal beeindruckt, was für schwierige Fragen du dir überlegst. Das ist also... Ja, da ist sie auf jeden Fall wieder getriggert, warum auch immer, weil ich meine... Das hätte jeder beantworten können, wahrscheinlich. Ja gut, mit England war das vielleicht ein bisschen eine Fangfrage. Man hätte vielleicht auch England anklicken können, aber... Ja gut. Sollte man eigentlich wissen. Besenpflege. Ein gut gepflegter Besen ist ein schneller Besen. Auf zur Besenpflege! Genau. So, ja Leute, es wird knapp mit... Nee, das reicht nicht mit meinen Energiepunkten, auf keinen Fall. Da müssen wir uns gleich nochmal welche holen, aber... Ja gut, ist halt so. Gut, den dritten Stern haben wir bitte wieder was mit 40. Nee, schade. Aber egal. Wir kommen langsam aber sicher nach vorne. Nach einer ordentlichen Politur wird er gleich viel besser aussehen. Politur anwenden. So. Ja, dann gehen wir mal die Form hier nach. So, zack, wunderbar. Und dann darf der Daniel gleich erstmal wieder latzen. Ich freue mich schon sehr drauf, Leute. Ja, Daniel, das machst du ganz toll. Ja, super. Ja, klasse, Daniel. Ja, wunderbar. Ja, Schwiegermutters Lieblingslächeln und Münzen. Jede Menge Münzen. Sehr geil. Und 10 Wissenspunkte. Moment mal, war Flugunterricht nicht eigentlich Tapferkeit? Oder bin ich jetzt Banane im Kopf? Hm. Es ist Zeit, dass Sie auf Ihrem Besen steigen. Konzentrieren Sie sich und passen Sie auf, sich nicht zu verletzen. Okay. Ja, wie immer eigentlich. Ich soll ja immer aufpassen, mich nicht zu verletzen. Lol, was ist denn jetzt los? Ui, ein neues Menü. Das ist neu. Alle 4 Minuten ein Energiepunkt. Warten... Ein Video ansehen oder erhalten? Ja, ich werde mit euch jetzt garantiert kein Video angucken, Leute. Also, was ist denn das schon wieder? Dann würde ich sagen, ich warte erstmal und gönne mir dann für... Ja, soll ich direkt... Ja, kommt, Leute, Gönnung. So, und dann hauen wir das weiter durch. Und ich hoffe, jetzt kommt keine Aufgabe mehr, wo wir warten müssen. Obwohl, glaube ich nicht, weil wir haben danach noch unsere Nebenquest, die wir noch machen können. So, Empathie... Es ist Zeit, auf meinen Besen zu steigen, ohne herunterzufallen. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren und... Ja, das haben wir auch wieder geschafft. Letztens habe ich da tatsächlich wieder einmal gefailt, Leute. Ist aber nicht meine Schuld, weil das Spiel hat geruckelt. Und dann habe ich da drauf gedrückt und dann... Ja, zack, war auf einmal der Kreis irgendwo am Arsch der Welt. Also, keine Ahnung, ganz komisch. So, dafür kriegen wir auch wieder Wissenspunkte. Ich fliege da so ein bisschen rum und dann holen wir uns jetzt mal ganz schnell den letzten Stern. Aufwärmen. Ja... Ich möchte, dass Sie sich daran gewöhnen, wie sich Ihr Besen anfühlt. Fliegen Sie zum Aufwärmen schön ruhig und entspannt. Ja, ich werde mein Bestes geben, Madame Hooch. So, konzentrieren. Ich will nicht so viele Energiepunkte jetzt für die ganze Sache ausgeben. Merula, lass dich anklicken. Mann, 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 Mann. So, dann nochmal hier und dann nochmal da. Zum Glück kriegen wir die wieder. So, und der letzte Stern ist auch meiner. Oh, 40 Tapferkeit, nehme ich gerne. Und nun, wer möchte einen Sport vorführen? Mr. Granger, wie wäre es mit Ihnen? Ja klar, ich kann ja nicht Nein sagen, ne? So, dann wieder die Flieg-los-Kartoffelbrei-Aktion hier. Ja, den habe ich erst letzte Folge wieder gebracht, den Joke, aber... Ja, seid nicht sauer auf mich, Leute. Das Spiel ist nun mal sehr eintönig teilweise und dann darf ich das ja wohl auch sein, ne? Ich meine, wenn das Spiel immer dieselben Fragen, immer dieselben Sätze und immer dieselben anderen Sachen so zeigt, abgesehen von der Story, dann darf ich ja wohl auch meine Witze wiederholen, oder nicht? Denke ich. Ne, Manfred? Siehst du auch so, ne? Ja, wunderbar, so. Well done. So, da kriegen wir jetzt nochmal ein paar Tapferkeitspunkte dazu und 5 Hauspunkte einsammeln. Ah. Gut gemacht, Mr. Granger. 10 Punkte für Hufflepuff. Endlich, Leute. Ich bin nämlich ziemlich weit auf dem letzten Platz gerade. Dankeschön, Madame Hooch. Meinst du, ich bin... Lol, ich duze einen Lehrer? Alles klar. Meinst du, ich bin gut genug, um sicher in den verbotenen Wald zu fliegen? Warum? Ich bin nur neugierig. Ich denke, meine Flugkünste sind wirklich besser, aber dies scheint selbst für ausgezeichnete Flieger eine echte Herausforderung zu sein.
Ja, ich glaube, sie sind geschickt genug, um sicher in den verbotenen Wald zu fliegen. Macht Sinn, ihr das so zu sagen, wenn eigentlich alle Lehrer aufpassen, dass man da eben nicht hinfliegt. Aber okay, vielleicht ist sie auch einfach ein bisschen schwer von KP. Danke, Madam Hooch, das freut mich zu hören. Aber ich habe Zweifel daran, dass sie sicher landen werden. Okay. Ich werde sehen, ob ich einen Wiggenwelttrank, was? Einen Wiggenwelttrank für dich braue, aber du solltest auch deinen Heilzauber üben. Manfred, jetzt reicht's mir. Jetzt musst du ja wieder runterkommen. Der fällt nämlich gleich sonst. So, oh, jetzt kommt doch eine Aufgabe, wo wir warten müssen. Aber wir haben zum Glück noch eine Nebenquest. Suchen Sie mich später im Krankenflügel auf. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges beibringen. Alles klar, ja. Gut, dann machen wir das später. Wie gesagt, das haben wir abgeschlossen. Das ist jetzt die Aufgabe für morgen dann. Und wir haben jetzt aber noch hier diese Nebenquest, und zwar Penny helfen. Und ich würde sagen, das machen wir auch mal, weil sie will ja jetzt eine Rache an Merula austüfteln. Und ich bin sehr gespannt und auch bereit, ihr dabei zu helfen, um ehrlich zu sein. Los geht's! So, dann einmal hier in den Innenhof und mit Penny treffen. Lol, wieso ist denn Jane da? Die ist doch längst von der Schule runter. Die hat doch mir im dritten Jahr gesagt, das ist ihr letztes Schuljahr auf Hogwarts. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die hat ja sogar ihre... Lol, also entweder geht hier gerade etwas ganz gewaltig schief, oder sie hat sich die Robe angezogen oder ist sitzen geblieben oder sowas. Wir sprechen sie mal an. Ich wünschte, dass andere Hufflepuffs auch mehr Kampfgeist zeigen würden. Jane, dich gibt es nicht mehr. Jane, du bist von der Schule runter. Was ist da los? Naja, zumindest quatscht sie mich nicht blöd von der Seite an, außer jetzt gerade. So, wer bist du denn? Zweitklässler, ich hoffe, dass ich eines Tages so geschickt mit Zaubertränken bin wie Merula. Das glaube ich, nicht. Also, doch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hallo, Penny! Wir dürfen nicht zulassen, dass Merula meinen Trank als ihren ausgibt. Aber wir kriegen, aber wie kriegen wir so ein Geständnis von ihr? Brauen wir Veritaserum, greifen wir sie an, diskutieren wir mit ihr. Also, entweder Veritaserum oder angreifen. Ich bin für Veritaserum, weil das wäre mal eine ganz lustige Sache. Veritaserum ist ein mächtiger Zaubertrank, der einen zwingt, die Wahrheit zu sagen. Wir könnten ihn verwenden, damit Merula die Wahrheit erzählt. Mhm. Veritaserum? Das ist UTZ-Niveau. Ich bin geschickt mit Zaubertränken, aber das ist zu fortgeschritten für mich. Was machen wir jetzt? Merula wird nie zugeben, dass sie meinen Trank gestohlen und gelogen hat. Aber vielleicht gesteht sie ja, wenn wir den Vielsafttrank verwenden. Vielsafttrank? Verändert das nicht das Aussehen? Richtig. Und es ist sehr schwierig, diesen Trank zu brauen, aber wir können es schaffen. Meinst du das wirklich, dass Merula dann alles zugeben wird? Ich hoffe es. Ich errate dir meinen Plan. Ja, dann mach mal. Ich bin sehr gespannt. Dauert ja nur 3 Stunden. So, 3 Stunden erstmal mit Penny reden. Das ist, glaube ich, ganz normal. Sitzen wir da einfach, ne? Und ich hau mal die Aufgabe hier durch und hoffe, dass meine Energiepunkte reichen, weil wenn sie nicht reichen, Leute, habe ich ein kleines Problemchen. Denn, wie ihr seht, Kristalle, also Edelsteine, sind nicht mehr so am Stissel. Es wird knapp, es wird knapp. Es wird zu knapp. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Okay. Nee, das wird nichts. Wir haben nur noch einen einzigen jetzt danach. Aber warum steht Jane da? Ich verstehe das echt nicht. Also wirklich nicht. Kann mir ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich einen Denkfehler oder so, aber ich glaube es eigentlich nicht. Gut, wie machen wir das jetzt? Ach ja, ich habe eine Idee. Wartet mal. Wir können ja hier rausgehen. Denn, da kriegen wir nochmal ein paar extra Punkte. Und dann nochmal, da. Dann nochmal so. Genau, lacht nochmal alle schön, so. Und dann nochmal, ja, ich würde sagen, nochmal dahin. So, hier haben wir auch noch einen Punkt. Und ja, wo haben wir denn noch mehrere Punkte? Ich glaube, Schlossgelände sollte eigentlich reichen, oder? Ich gehe mal da wieder hin. So, wir sind jetzt insgesamt bei 5. Nee, kommt Leute, ich nimm lieber nochmal ein paar mehr. Es macht ja keinen Sinn, weil wenn ich dann irgendwie das doch nicht schaffe, ist ja blöd. So, hier haben wir noch den Hauselfen. Hogsmeade noch. Da haben wir den da. So, dann haben wir noch unteres Stockwerk. Und hier diese Bücher. Ja, komm, 8 Punkte sollten auf jeden Fall reichen.
So, und dann wieder zu Penny. Gut, Leute. Dann machen wir das Ganze jetzt mal fertig. In der Hoffnung, dass es auch fertig wird. Aber es sieht gut aus. Und, ja, es hat geklappt. Sehr gut. Ja. Spiel. Kommt da noch was? So, dafür kriegen wir auch nochmal ein paar Münzen einsammeln. Ich verstehe, dass du den Vielsafttrank verwenden willst, aber die große Frage ist, in wen willst du dich verwandeln? Wer ist deiner Meinung nach am besten geeignet, um ein Geständnis von Merula zu kriegen? Dumbledore, Snape, Merulas Mutter. Also Dumbledore auf keinen Fall. Snape würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde sagen Merulas Mutter. Merula wird immer sehr gereizt, wenn jemand über ihre Eltern erwähnt. Ich wette, sie würde ihrer Mutter alles gestehen. Das ist das Problem, Daniel. Merulas Eltern waren Todesser. Sie sind in Azkaban gefangen. Wenn ihre Mutter in Hogwarts auftauchen würde, wüsste Merula sofort, dass es nicht wirklich ihre Mutter ist. Mhm. Genau, Husten ist auch noch am Start, Leute. Es muss Professor Snape sein. Du willst wie Professor Snape aussehen? Nein, ich werde dich wie Professor Snape aussehen lassen. Warum ich? Jemand muss den richtigen Snape ablenken, damit er nicht auftaucht, wenn wir Merula treffen. Ich kann Snape dazu bringen, stundenlang mit mir über die Feinheiten des Zaubertrankbrauens zu sprechen. Sag, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass er dich hasst. Du liegst nicht falsch. Es dauert ziemlich lange, den Vielsafttrank zu brauen. Ich sollte gleich anfangen. Ich brauche deine Hilfe, um die Zutaten zu sammeln. Alles klar. Das heißt, unsere nächsten Aufgaben werden wahrscheinlich daraus bestehen. Ich brauche etwas Zeit, um herauszufinden, wo wir alle Zutaten auftreiben können. Ich melde mich, sobald ich bereit bin. Alles klar, Penny. Ja, Leute, dann freue ich mich sehr darauf, dass ich jetzt mit Penny zusammen einen Vielsafttrank brauen werde und dass ich bald Snape sein werde. Toll, da freue ich mich wirklich drauf. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da und checkt hier an der Seite noch die anderen beiden Videos ab, die ich euch verlinkt habe. Würde ich mich tierisch drüber freuen und gerne auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren auf dem Logo, Glocke aktivieren und jetzt höre ich auf, euch Holz zu labern. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!